Moin moin und willkommen zurück oder zu einer weiteren Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, 174 müsste das sein. Wir sind jetzt hier mit Krach und Uncrate zu reden. Mit Krach und Uncrate, aha, das ist ein und dasselbe. Beziehungsweise das eine ist die Familie, der Clan. Wir hatten uns hier in der letzten Folge noch mit den Typen hier geprügelt. Die sind echt nicht ohne. Also, ne. Das, obwohl wir eigentlich ein ganzes Stückchen über denen sind vom Level. Interessiert die gar nicht, die machen uns trotzdem kaputt. Also, toi toi toi. Vielleicht schaffen wir das nochmal. Aber nicht diesmal. Wir wollen zu Krach. Bist du Krach? Hallo Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Okay. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Naja. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Auch nicht viel besser. Du verlässt Kaer Trolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Brauchst du auch uns nicht so anzicken. Können wir doch nichts für. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandpelle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmets, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Uncrates wissen, was Gastfreundschaft heißt. Irgendwas sagt mir, dass diese Gastfreundschaft einen Grund hat. Ja, das stimmt. Auf den Inseln sind Bankette so viel wert wie Taten mit dem Schwert in der Hand. Wenn das so ist, kannst du dich ja entspannen, was das Abstimmungsergebnis angeht. Ich entspanne mich morgen, wenn eines meiner Kinder die Krone trägt. Naja, jetzt fängt er auch schon an, so halb sentimental zu werden. Fühlst du dich zwischen Hjalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Uncrate. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das für und wieder ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Klingt sehr überzeugt von ihr. Mal unter uns. Ist Hjalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer sprengt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Hjalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Okay. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu.
Das klingt nicht gut. Weißt du? Verdammt. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Er denkt gleich seinen Sohn, ey. Oh Mann. What? Was? Da Fug? Was ist denn hier passiert? Moment, die sind verzaubert? Okay. Show. Da ist Hjalmar. Schon, weg mit dem. Und den da hinten auch noch. Kein Thema. Pow. Weg mit dir, Miststück. Und gar nichts hier. What the fuck? Was ist hier gerade passiert? Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halb John! Er ist tot. Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her, los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Was? Warum gucken die mich so an? Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ja. Ich bin der Meinung, Ceres. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Na, hoffentlich überlebt er das. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Oh Mann. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Das haben wir gehört. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an.
Aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Ich hörte, du hast Lugos geholfen. Wie mir bei dem Him. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalma und Zwanrig. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Ich habe jetzt irgendwie so ein ganz, ganz dumpfes Gefühl, dass sie eventuell damit auch was zusammentun könnte haben, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die Tore waren verschlossen. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Na, ist auch relativ egal. Also gut, was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel, aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met und nach etwas anderem, etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Etwas unter dem Fell, eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Okay. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Halb Mensch, halb Bär, wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met, mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Mhm. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Plan. Alle Hörner sind leer. Otrik, Mist, der ist ja noch ein Kind. Da ist noch was. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Hä? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Mhm. So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Oh Mann, oh Mann. Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. Mhm. Und hier? Der junge Lugos. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Ja, wie so manch andere hier. Können wir da noch was untersuchen? Nicht? Die Infos haben wir wohl schon, die wir brauchten. Drogo da. Der Skalde hat ausgespielt. Autsch. Der hat eins ins Auge bekommen. Okay, also müssen wir jetzt nur noch dem Duft folgen. Wenn ich das richtig interpretiere. Da können wir wahrscheinlich auch nichts mehr. Nope. Was haben wir denn hier? Hier. Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Zerriss. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Berserker? Der Name der Skalden für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm. Fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chod könnte uns helfen.
Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Gott. Dann wollen wir mal zu ihm schnell hin. Dum, 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 dum. Wo ist er denn? Ey. Welche Schande. Die schlimmste seit dem Roten. Okay, hier waren wir ja auch noch gar nicht. Wo ist er? Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Und das heißt jetzt? Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ja, das ist wohl wahr. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen. Ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Odalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Hm, okay. Mohnmilch, oh Mann. Mardrömme, nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Ja, dann hopp. Hopp vor. Gib Gas. Komm, komm, komm. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Aha. Jetzt... Geht doch. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Toll. Klingt so, als wenn sie das mehr oder minder indirekt sich erhoffen. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Na, ganz toll. Ich hoffe, ja wirklich, stolz dass Kalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Na, mach auf. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Das klingt schon wieder so... Stank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Na toll, jetzt sind wir überlastet. Na toll, das ist jetzt natürlich richtig beschissen. Naja, ich wollte ja eigentlich auch zum Schmied. Grummel. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen blöd. Naja, kann man jetzt leider nichts gegen tun. Autschi. Da bin ich aber froh. Blut und Pilze.
Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Na, super. Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht... Okay. Sorry, aber das muss jetzt einfach mal sein. Wir müssen eben mal kurz was wegwerfen. Sonst geht's uns gleich echt dreckig. Das geht jetzt gar nicht, dass wir jetzt in diesem Moment halt überlastet sind. Können wir das einfach so auswerfen? Wegwerfen. Ich hoffe, das reicht schon. Hab ich auch nicht vor. Perfekt. Schnell. Uiuiui. Okay, so viel dazu. Kommt sie auch mal? Jetzt haben wir natürlich leider das Gespräch so ein bisschen abgebrochen. Götter, wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Oh ja. So kann man es auch ausdrücken. Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Ja, wie? Warum redest du nicht zu Ende? Haben wir jetzt ihren Text da gerade ruiniert? Moment. Lass mal ganz kurz gucken. War denn das? Ich glaube hier, ne? Stimmt, das wollte ich so oder so mal runterstellen. Einfach mal spaßeshalber auf 5 Minuten runter. Ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen klüger. Aber... Wieso ist denn das hier nicht? Ist das bei Audio mal wieder? Nö. Spieleinstellung? Ich wollte mich einmal kurz... Ah. Toll. Ist das hier? Anzeige? Scheiße. Da. Einmal kurz den. Also bei Grafik. Zack. Und dann nochmal wieder anstellen. Nein, nicht laden. Das war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, dass es danach weg ist. Da. Anzeigen. So. Ort der Macht. Magie. Cool. Ein Ort der Macht. Sehr schön. Kriegen wir wieder einen Punkt. Ein Skillpunkt. Oder Fertigkeitspunkt. Oh, ein Schaukelpferd. Gucken wir mal, wo stecken wir den denn jetzt rein? Tränke oder ein Schlag? Das wäre jetzt der schwere Schlag hier, ja? Genau. Oder ein Tränke. 20% der maximalen Vitalität. Ja, komm, wir machen erstmal den voll. So. Ah, was ist hier noch so Tolles? Nichts? Okay. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Ist schon ein bisschen schnäppisch, ne? Muss man ja mal sagen. So, hier werden wir jetzt mal alles mitnehmen. Ich meine, wir haben es ja eben schon festgestellt, dass sie uns nicht daran hindert. Ach, scheiße. Natürlich echt blöd, dass wir so voll sind. Das heißt, wir sollten wirklich einfach mal irgendwie... Upsala. Lass doch nochmal was loswerden. Ah, das ist doch blöd. Uiuiui. Hier ist so viel schönes Zeug. Sie meckert kein bisschen. Das finde ich gut. Ich räume gerade den ganzen Keller aus. Aha. Oh, hier ist so viel. Das ist wieder so ein Traum. Ja, Witcher und Fallout, ne? Das ist so... Beides ein Loot-Spiel. Das ist ja echt grausam. Meine Fresse, da kann man auch echt durchgehend Zeit mit verbringen.
Klang, klang, klang. Ich liebe dieses Geräusch. So, jetzt lasst uns mal gucken. 3 zu viel. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir müssen da irgendwo hinkommen, wo wir was loswerden können. So. Kann ja nicht so schwer sein. Ist auch keiner. Also auch nochmal aufräumen. Oh Mann. Ist natürlich richtig geil hier. Also was das angeht, das ist hier gerade echt ein Traum. So, da haben wir doch schon was. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Okay. So viel zum Thema, wir kommen dazu, irgendwas zu verkaufen. Scheiße. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Immer her mit dem Scheiß. Wir nehmen recht ab. Alles mit. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Den hier zum Beispiel. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit dem Bediensteten gesehen. Los! Ich würde das eigentlich trotzdem mal mitnehmen. Dann nicht. Ich meine, Beweis und so. Kann ja jeder hinkommen und das Ding mitnehmen. Naja. Naja, ne? Kriech. Schmied ist eh noch nicht da. Wenn wir noch auf der Quest sind. Stimmt's? Scheiße. Tja, da bleibt uns dann ja eh nichts über. Als das jetzt einfach mal hier so durchzuziehen. Fange an, weil ey, wir müssen jetzt noch irgendwie... Ich wusste es. Wir reiten ihm nach. Na gut, solange wir nur mit dem Pferd müssen, dann geht das ja. Komm schon. So, mein Freund. Anwalt, stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Okay, speichern ist nicht. Wer sagt der? Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen. Oha, Level 20. Das ist ja nicht ganz ohne. Schon. Yeah. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankreid sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Swanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran.
Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserker ein vergifteter Beet serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kehr Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kehr Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankret? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Row gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Boah, diese Hexe. Mutter, du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Leichtes Smilen auf ihrem Gesicht. Kann ich aber nachvollziehen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Svanrig? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Sehr gerne.
Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Oh Mann, was für ein Chaos hier noch abläuft. Crazy, crazy, crazy. Na, was lädt er jetzt so lange? Na komm. Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderem. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich allen, eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 So, so. Also es ist Ceres geworden, die Tochter. Das ist doch schön. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt es ja klingeln hören. Ich habe es erstmal abwürgen können, muss mich da jetzt aber gleich melden. Telefon gebimmelt. Aber wir sind jetzt eher am Ende der Folge angekommen, also hat eigentlich ganz gut gepasst. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.